Grüß Gott und herzlich willkommen. Am 7. Juni kandidiere ich auf Platz 2 der CDU-Liste für den Freiburger Gemeinderat. Mein Vorbild und Mentor Dr. Konrad Schröder war als Bundestagsabgeordneter immer Mitglied des Freiburger Gemeinderates. Das war gut für Freiburg. Deshalb kandidiere ich auch für den Gemeinderat der Stadt Freiburg. Freiburg braucht Kinder. Deshalb müssen wir unsere Stadt für junge Familien attraktiv halten. Das fängt an bei bezahlbaren Wohnungen und hört noch lange nicht auf bei Betreuungsangeboten für die Kleinen. Als Gemeinderat werde ich daran mitarbeiten, dass das besser wird. Freiburg bietet bereits eine hohe Lebensqualität für unsere Senioren. Als Gemeinderat werde ich daran mitarbeiten, dass das noch besser wird. Hier an der Dreisamstraße wird es deutlich. Freiburg braucht den Stadttunnel. Lärm, Gestank und Feinstaub sind den Bürgerinnen und Bürgern entlang der B31 nicht mehr zuzumuten. Deshalb muss der Stadttunnel schnellstmöglich kommen. An diesem politischen Projekt wird es sehr deutlich, dass es gut ist, wenn ein Bundestagsabgeordneter auch Mitglied des Freiburger Gemeinderats ist. Ich werde an der Realisierung als Bundestagsabgeordneter und Gemeinderat daran mitarbeiten. Freiburg ist nur dann lebenswert, wenn es sicher und sauber ist. Daran werde ich als Gemeinderat mitarbeiten. Freiburg steht für Wissen und Bildung. Von der Universität, von der Pädagogischen Hochschule, von den Fachhochschulen und von den Instituten profitiert unsere Stadt. Und das nicht nur finanziell. Freiburg muss sich von einem Wissenschaftsstandort zu einer Wissenschaftsstadt entwickeln. Dabei will ich im Gemeinderat mithelfen. Ich bleibe dran und schauen Sie bald wieder rein.